So. Alles klar. Okay. Gut. Was haben wir denn da überall? Wieder was hinter Gittern. Natürlich. Kein Schlüssel, aber ein Vorhängeschloss ist nur so stark wie die Kette, an dem es festgemacht wurde. Mhm. Und dann nehmen wir ein Metallornament. Das ist ein Stück von einem Zaun oder sowas. Ach, da ist doch schon wieder so eine Figur. Und wir haben Eiszapfen. Cool. Können wir... Haben wir ein Eis? Eine Bärenfalle. Ich bin nicht sicher, ob die Falle scharf ist oder nicht, aber Vorsicht, die Mutter der Porzellankiste. Aha, und da ist die Porzellankiste. Da ist etwas unter dem Eis. Könnte ich es herausschlagen? Weiß ich nicht, versuch's. Ich dachte, sie braucht hier alles frei. Es ist eine Zange. Oder ein Kabelschneider. Solides Eis, darum muss ich mich zuerst kümmern. Hattest du doch gerade, warum ist das Ding denn jetzt kaputt? Eine Brücke aus Eis über den endlosen Abgrund. Dafür muss ich mich vorbereiten. Okay. Warte, hier. Kabelschneider, können wir damit? Können wir. Dann machen wir auf. Wir nehmen die Schuhe. Ein Samovar. Ich könnte eine Pause von all diesem Chaos gebrauchen. Eine Tasse Tee wäre genau das Richtige. Jetzt im Ernst? Machen wir uns jetzt einen Tee? Da ist wieder ein Fächer. Eine Lampe. Warum muss jetzt ein Tee? Streichhölzer? Ohne Benzin würden keine 1000 Streichhölzer es aufheizen. In einen Samovar kommt doch kein Benzin. Also die mechanischen, die Dingsbums, da ist vielleicht ein Richaud drunter. Da macht man doch, was macht man da nochmal rein? In ein Richaud, aber doch kein Benzin. Öllampe. Öl. Okay, es geht nicht um Benzin, es geht tatsächlich darum. Wir machen uns jetzt echt einen Tee. Eis, Eis, Baby. Dim, 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 dim. Eis, Eis, Baby. Ich habe es halb geschafft, jetzt muss ich es noch anzünden. Es ist angezündet. Mache ich jetzt hier Wasser? Eis? Tatsächlich. Jetzt ist mein Eis natürlich geschmolzen. Jetzt habe ich kein Eis mehr. Das Wasser kocht, ich brauche etwas, wo ich es hineinschütten kann. Es ist doch eine Feldflasche. Es sah aber eben ganz anders aus. Jetzt habe ich heißes Wasser. Hallo? Versprochen war ein Tee. Jetzt habe ich keinen... Wer könnte die Schlüssel haben? Weiß nicht. Das Maskenmonster, Camilla, keine Ahnung. Ich muss mich vorbereiten. Armeestiefel. Tee, dafür ist immer Zeit. Normalerweise schon, aber du hast ja gesehen, was wir mit dem heißen Wasser gemacht haben. Wir haben jetzt kochendes Wasser, ein Armeestiefel. Das ist meine Größe, aber in dem Zustand werden sie mir kaum helfen, die vereiste Brücke zu überqueren. Ach so. Wir müssen da irgendwas dran, Spikes dran machen oder sowas, ne? Darum geht's hier, glaube ich. Hast du Spikes? Ach so, warte, kriege ich gleich mit dem kochenden Wasser das Schwert? Nein, aber ein Schlüssel. Und das Schwert. Schlüssel? Schwert. Das ist doch kein Schwert. Das ist ein Kurz... Also komm, ich habe genügend RPGs gespielt. Das ist noch nicht mal, das ist ein Dolch, wenn man es hochkommt. Das ist doch kein... Das ist kein Zweihänder, kein Einarmschwert, das ist ein Schürz. Das ist ein Dolch. Ein Brieföffner. Ja, Alonso, jetzt sind wir traurigerweise nach deinem Tod unter dein Geheimnis gekommen. Dein Langschwert war nur ein Kurzschwert. Eine Dornenkrone? Alles Gute wird jetzt weggekippt. Das war jetzt, glaube ich, keine gute Idee, mir ein Glas Rotwein zu holen. So viele Getränke, wie heute weggeschüttet werden. Ja.
Hans, alles klar. Pass auf dich auf. Bleib gesund, bleib geduldig. Bis zum nächsten Mal. Und schlaf schön. Gute Nacht. Ein sehr abgenutztes Kurzschwert, ja. Ein Schwert für sehr kleine Menschen. Oder für Menschen, die keine Schwerter benutzen wollen. Ich weiß es nicht. Ein Dolch, ein abgebrochener Dolch. Ja. Die Stadtwachen haben sich für einen schonungslosen Kampf gegen die Koschmar vorbereitet. Womit? Dornkrone? Es ist Stacheldraht, ne? Und das war es auch schon mit der Vorbereitung. Wir haben ein bisschen Stacheldraht. Hm. Und wir haben eine Bärenfalle. Jetzt muss ich aufpassen, weil Teddy ist mit mir reingekommen. Eine Stahlfalle. Armeestiefel. Stacheldraht? Ja. Wow! Stacheldraht geht auch durch Leder. Ich weiß es, ich habe mir schon mal, also das mit Stacheldraht habe ich mich schon so oft in meinem Leben verletzt. Also das ist allein schon immer bei den Erkundungen im Moor, alte Zäune und sowas. Klettereisen. Solomon, stay still, let me help you. Wer bist denn du? The incarcerate stone. It's yours, Koshmar. All these years of imprisonment are over! Now, kill her! I live to serve. Solomon, no! Das erinnert mich, was? Verwandelt Solomon zurück in einen Menschen. Das erinnert mich ganz stark an Darksiders. Ach, die Engel, immer die Verräter. Die bequemsten Stiefel der Welt, ja. Der Orden! Das bin ich. Der Orden, denk an den Orden. You're a member of the Order. You can fight this. I gave my life to the Order. And what has it ever done for me? Der Orden hat dich zu seinem Obermotz gemacht? Dir ein Dach über den Kopf gegeben? Keine Ahnung, was weiß denn ich? Ich kenne den Orden nicht. Solomon, it's me, Sylvia. You don't want to do this. Oh, Sylvia, you should have died long ago. You just don't remember. Aha, erfahren wir jetzt die ganze Wahrheit? What about our mission? What about Gabriel? He was right all along. Why reject this power? We should embrace it. Ach ja. Ach, alter Mann, das hast du mir doch alles beigebracht. Denkst du denn, dass ich mich jetzt davon aufhalten lasse? Das sind verdammt viele Zeichen. Das hat er. Haben wir die 9? Haben wir irgendwo hier die 9? Nein, haben wir nicht. So. Den Dreizack haben wir. Das komische Dings. Ja, Dreizack. Den Pinöppel haben wir, Dreizack. Das haben wir, da muss es der hier sein. Oh mein Gott, jetzt kommst du mit 6 Runen? Das ist die Herausforderung schlechthin, Solomon! Okay, das, nein. Ja. Haben wir die 9? Errungenschaft Meister der Magie. Oh, alter Mann. Was nun, ha? Müssen wir ihn jetzt auch ordnen? Müssen wir anscheinend. Many years ago, I saved 2 orphans, brother and sister, from a Koshmar. Oh. Doch noch ein Plot-Twist. Okay. Was? Verschiebe die Gegenstände hier. Schau dir mal Erinnerung an. Okay, dann muss ich, Da kommt der Mond hin. Das Feuer ist wahrscheinlich hinter uns. Oh, Mist.
Sylvia and Gabriel. I took them in and trained them. They became my best students. A year ago, Sylvia was killed in action. We couldn't save her. Gabriel was crushed. Was? Okay, da können die Kerzen hin. Was ist denn das überhaupt? Okay. Was? Ich weiß nicht, was. Das scheint doch da richtig zu sein, oder? Ist das. Ist das. Warte. Muss ich doch einmal alles verschieben? Gehört das zu ihm? Macht auch keinen Sinn, oder? Warte mal, dann kommt der vielleicht dahin? Hat er den in der Hand gehabt? He wouldn't let his sister go. Das ist ein Umhang. Even if it meant using the incarcery stone. I stopped him in the middle of a ritual and exiled him from the order. Okay, jetzt bin ich aber doch mal gespannt, wie das weitergeht. Warte mal. Hat er das Buch in der Hand? Ich hoffe, dass er das Buch in der Hand hatte. Hat er ihm ein Buch in den Rücken geschmissen? Nein, wahrscheinlich nicht. Ach, er hat die... Ah, warte, die Armbrust hat er wahrscheinlich auf dem Rücken gehabt. So, die Armbrust hatte er auf dem Rücken. Hatte er ein Buch in der Hand? Ich hoffe einfach mal für ihn, dass er ein Buch in der Hand hatte. Das Schwert? Frage. Ach nee, warte, die Maske gehört dahin. Keine Ahnung, wo das hingehört. Ach, das ist das Schwert, das er hatte. Nee. Alles klar, Uranus. Dann pass auf dich auf. Bleib gesund, bleib geduldig. Bis zum nächsten Mal. Und schlaf schön später. Wo kommt denn dann der Dingsbums hin? Ach, der kommt nach unten hin, ne? Hm, ja, klar. Doll. Verdammt. Doof. Das kommt da rein. Die Maske. But it turned out he succeeded. Sylvia woke up the day after, with her memory gone. Die haben uns wiederbelebt? Das ist jetzt ein Plot-Twist, mit dem ich noch nicht gerechnet hätte. Das ist heftig. I kept Gabriel from you. I was afraid you would become like him. Stattdessen bist du so wie er geworden. Look at all this. Was I not right? Is all this a fair price to pay for one life? Promise me, Sylvia, you'll let me go. I'm so tired. Okay. Solomon, no. Don't die. I need you. No, that's enough. You stubborn old man. Why wouldn't you see things my way? Ugh, I messed everything up. I'm so sorry. Nun war es zu spät. Let us finish this for him. Together. What do you say, sister? I can patch up the stone. Das sag ich doch Just nur. Help me gather the Together, pieces. Together forever and ever. Da, da, da. Oh, hilf Gabriel mit dem Inkasseriestein.
Sollen wir jetzt hier die kleinen Schnipsi zusammensuchen? Die Schnipsis. Ach, da ist eine Figur. Ich nehme einfach alles mit, was ich kann. Es ist wahrscheinlich Harz, aber es sieht aus wie Blut. Brauchen wir das? Schwarzes Tuch. Es war ein Versuch wert. Brauchen wir das? Harzblut? Blut? Es ist Harzblut. Ha. Mit echtem Harzblut gemacht. Da ist noch ein Schnipsel. Ein Kreidestein. Ziemlich weich, aber immer noch zu hart, um ihn mit der Hand zu spalten. Naja, dann nimm den Schaber. Nein, Spitzhacke. Ich mache einfach wieder Dinge, ne? Also ich weiß schon wieder nicht, was ich hier tue. Ich mache einfach. Gabriel, what? I owe you answers. Ask me anything. Alles. Was ist der Sinn des Lebens? Nein, zuvor. Why didn't you seek me out? I didn't know you were alive. I thought Solomon ruined the ritual. That's why I hated him so much. I was convinced he took you from me. Camilla. Camilla. She really means a lot to you, doesn't she? At the time I met her, I was a wreck. She gave me a reason to live. That's why I had to try to bring her back. Why I need to save her now. Unterhaltung? Guckst du gerne Lissys Streams? Why haven't you talked to me? In the treasury, there was no time. And here in Lichtenheim. Lichtenheim. I assumed you worked with Solomon and wouldn't want to listen. I was angry. I was in a hurry. I'm sorry. I should have talked to you. I'm glad we talked. But we should get back to the task at hand. So viel haben wir noch nie miteinander geredet. 42, die Antwort auf alles. Okay, wir haben jetzt die Inkasseri-Scherben, wir haben die Masken, wir haben ein schwarzes Tuch, wir haben Schaber, wir haben Kreidestein, wir können irgendwelche Figuren malen. Wir können... Oh, lass uns Himmel und Hölle spielen, Gabriel! Das haben wir früher mal sehr gerne gespielt. Himmel und Hölle hat Spaß gemacht. Okay. Ich würde lieber nicht bei dem Versuch sterben, über irgendeinen Abgrund zu springen. Dann springen richtig, würde ich sagen. Schaber, warte mal hier, Harz. Wie... Kreidestein? Ich habe noch keine Ahnung. Was gibt's denn? Zurück. Schaber. Tor zum Friedhof. Was sollen wir denn jetzt überhaupt machen? Was ist unsere Aufgabe? Gute Frage, ne? Ein unregelmäßiger Kreidestein. Sollen wir den einmal... Okay. Das macht ja auch keinen Sinn. Wir haben ja nichts mehr. Tja, mit dem Wiederbeleben des... Nur des Feuers hat sich's ja wohl erledigt, denke ich mir mal, ne? Ein unregelmäßiger Schaber und Stein. Ja, das geht nicht. Sonst wäre da ein Plus an einem von den beiden Sachen. Schwarzes Tuch. Das schwarze Tuch ist eigentlich ein rotes Tuch, davon mal abgesehen. Mit dem Tuch können wir es auch nicht, ne? Ich finde die Idee mit dem Schaber und dem Harz eigentlich richtig gut. Es sieht aus wie Blut. Wollen wir damit die Scherben zusammenwurscheln? Collect the incarcerated shards. Without them. Ja, hier. It'll take me some time to rebuild the stone. Meanwhile, look at this. Ancient incense. It separates the Koshmar from its victim. But we'll need to get close. Could you scout the path ahead? Ja, aber ich möchte bei dem Versuch, darüber zu springen, nicht umkommen. Habe ich gerade schon gesagt. Wir haben alten Weihrauch. Die fehlende Seite aus Gabriels Buch. Ach, er hat die Was? Tipp. Was? Abgeschnittene Krawatten. Zerschnittene Fesseln. Hä? Komische Übersetzung. Die eine so, der andere so. Er hat die Macht, das wieder zusammenzusetzen? Kann ich jetzt mit dem Schaber den das Harz? Ich kann ich nicht. Gut, dann gehen wir mal weiter. Die Inschrift ist nicht lesbar. Vielleicht kann ich sie sichtbar machen. Mit dem unregelmäßigen Kreidestein? Ach, mit dem Tuch?
Ach so, jetzt mit der Kreide. Natürlich. Boah, perfekt. Dann nehmen wir das B. Das C. Das W. Das X. Und das P. Und damit haben wir... Keine Ahnung. Wo war das P? P. Hä? Ach, das war auch ein falsches P. Das war auch eher ein D da oben. W, X, P. Schön, dass der Code für die Tür, hier ist eine riesige Wirbelsäule, hier auch, eine verdrehte, dass der Code dafür, wo wir gerade wieder dabei waren, ne? Das ist so, als wenn man den Schlüssel unter die Fußmatte legt. Machen wir uns doch nichts vor, oder? Es ist genauso, als wenn man den Schlüssel unter die Fußmatte legt. Eine Brücke kann er zusammensetzen, aber ein lumpiges Steinpuzzle kriegt er nicht hin. Männer, typisch. Nekropolis. Die Kulisse ist echt cool mit den ganzen... Aber was ist das? Ist das ein Riese gewesen? Da liegt jemand. Hier ist jetzt so viel gerade, wo ich gucken möchte. Da ist etwas Glänzendes in dem alten rostigen Helm. Leider klemmt er. Mach auf! Schaber. Aber das kann ich hier mitreißen. Was ist das? Das war Metallstabteil. Das war eben eine richtig schicke Lanze. Und jetzt auf einmal habe ich dann einen puppeligen Metallstab. Na gut. Warte, was? Ich kann dort ohne etwas zum Drauftreten nicht hingehen. Und wieder haben wir Fesseln. Oh, dieses Spiel. Noch ein Metallstab. Was ist das? Dieser Kran. Hier ist ein Kran. Dieser Kran könnte immer noch funktionieren, aber es fehlt ein Teil. Fessel? Nein. Da ist auch alles zusammengebrochen. Hier ist alles kaputt. Es ist alles kaputt. Da ist eine Grabstätte am Grund dieser Schlucht. Eine ist gut. Hier sind überall Grabstätten. Großen Haken? Mit Fesseln? Nicht? Wir haben aber jetzt drei Metallstangen. Gehören hier zum Kran? Nein? Das Spiel ist so fesselnd, ja. Fesselnde Unterhaltung präsentiert von Lissy. Lissy als Domina. Ja. Warte. Immer denken wie das Wimmelbildspiel. Ach, guck mal, hier sind sogar nur Löcher in der Wand. Eventuell kann ich meine eigene Treppe machen. Natürlich. Ich dachte eigentlich, dass wir die da so rüberpacken können, aber hallo? Jetzt sind es Moniereisen. Jetzt ist der Metallgedöns, ist wieder ein Stab. Wasserfall. Ein Grab hier unten. Klar. Ein lustiges Wimmelbild. Ach, wir müssen diese Dinger wieder finden. Was ist das, ein Fass? Das hat dem Fass den Boden ausgeschlagen, glaube ich. Das, Moment. So. Das sieht passend aus. Dann brauchen wir noch solche roten Dinger hier. So. Das gehört ja nicht. Wieso gehört das? Das gehört nicht dazu, okay? Bitte kein Fass aufmachen. Hey, ich bin hier für die schlechten Wortwitze zuständig. Bitte keinen Wein wegschütten. Ich gebe mir Mühe. Ich kann es doch nicht verhindern, wenn der Charakter das einfach so entscheidet. Wir haben uns am Anfang auch Lissy genannt und trotzdem sind wir Sylvia. Ach, guck mal an.
So, die beiden Sachen haben wir. Jetzt fehlt uns hier noch dieser Fassring. Oder was fehlt uns? Oder nee, dieses eine Teil. Was fehlt uns dann noch? Das schlägt dem Fass den Boden aus. Ich weiß es nicht. Ist das das rot unterlegte, was da noch fehlt? Also fehlt uns noch ein Teil von dem Deckel oder von dem Boden, je nachdem, was es ist. Das könnte wieder überall sein, ne? Ach, dahinter. Na, herzlichen Dank auch. Okay, aber wir brauchen trotzdem den Ring. Ein Ring, um das Fass zu knechten. Okay. Komm, Fass, lass dich knechten. Wo ist es denn jetzt? Das ist anscheinend der Ring, der noch gebraucht wird, ne? Wenn ich das richtig sehe. Der könnte wieder überall sein, der Ring. Bibi! Wo ist denn der Ring? Hast du einen Ring gesehen? Ring. An der Krone auch nicht, ne? Da auch nicht. So die typischen Sachen, wo man einen Ring verstecken müsste. Würde. Vor allem, da sind so Nupsis dran. One ring to connect them all. Glas festhalten, gleich wird wieder etwas verschüttet. Ja, ich befürchte auch. Man, gut, dass ich vorhin austreten war, bei dem Wasserfallgeräusch die ganze Zeit, hätte ich jetzt echt arge Probleme. Das da hinten ist doch ein Ring. Ich denke mal, wir suchen einen Ring, oder? Ich gucke schon, ob wir wieder irgendwas noch bewegen können, aber anscheinend dahinter auch nicht, ne? Oh, diese Rätsel sind doof. Mitten im Bild hinter dem roten Stein habe ich eben schon angeklickt. Es sei denn, ich habe jetzt falsch geklickt. Oh, ja, mehr nachdenken, weniger Eile. Ich denke, ich soll mich beeilen. Es geht um Leben oder Tod. Sonst müssen wir noch jemanden nicht wiederbeleben. Der Rand vom Teller rechts neben dem Schädel. Der Rand vom Teller rechts neben dem Schädel. Du meinst das hier? Nee, das habe ich auch schon angeklickt, in der Tat. Gleich kriege ich wieder Strafe. Links. Was denn? Hier. Habe ich auch schon angeklickt. Das ist aber komisch jetzt. Meine Kopfhörer sind verdreht. Also wenn ich jetzt den Chat nicht so gut hören sollte, liegt es daran, weil meine Kopfhörer verdreht sind. Ich habe keine Ahnung. Ich habe ja hier schon alles angeklickt, was so aussieht wie das Dingsbums. Das ist auch nicht. Ich kriege da wieder Ärger. Muss man das Wasser abstellen? Wie denn? So ein Wasserfall? Ich glaube nicht. Nee, ich glaube nicht. Das Ding stand... Es war kein... Oh! Ja! Ich habe ein Bronzeschild gefunden. Dankeschön. Wir hatten ja nicht schon ein paar Schilde hier. Ich sag da nichts zu. Es ist ein Wimmelbild. Das war gemein. Das war richtig gemein, ja? Hier ist bestimmt da. Ich wusste das doch. Hier ist eine Figur. Komm, es fehlen nur noch zwei Figuren. Das schaffen wir. Das ist viel zu schwer, um es zu bewegen. Man bräuchte mindestens vier Männer. Oder eine Frau. Trommelstock. Das ist ein Trommelstock? Wo haben wir den denn jetzt her? Wo kommt der denn jetzt her? Ah, wir brauchen den Kran dafür. Großer Haken. Kleine Wirkung. Hätte ja sein können. Was haben wir denn hier? Na? Die haben da rote LEDs in der Höhle. Ein Nest mit Vampirfledermäusen? Definitiv nein. Ach komm.
Ein guter Ort, um eine Fledermausabwehr aufzuhängen. Was ist denn eine Fledermausabwehr? Gabriel! Gabriel! Lass uns mal was ausprobieren. Eine Fledermausabwehr. Was ist denn eine... Ein Bronzeschild ist eine Fledermausabwehr. Ich wäre lieber weit weg von den Fledermäusen, wenn es losgeht. Was? Ach. Ultraschall, ja. Nur weil wir dann das, dieses Ding ran wollten, an das Kranteil, da ist sie keinen Schritt näher gegangen. Die wollen bestimmt nur spielen, ich glaube auch. Vielleicht kann ich den Sand irgendwie durchsieben. Warum will ich denn jetzt Sand durchsieben? Das ist eine Rechenaufgabe, 7x7. Bitte nicht. Das ist so... Warum will ich denn den Sand jetzt auf einmal durchsieben? Eine Burg bauen oder sowas? Eine Sandburg? Oh, Hilfe, Wimmelbildspieler.